Zurück bei Xenoblade Chronicles sind wir jetzt hier am Schiff der Torna angekommen. Laufen hier mal ein bisschen außen lang und gucken mal. Ah, toll. Es war klar, dass jetzt der noch dazu kommt. Oh, Alter, das hätte jetzt böse enden können. Ich glaube, du hast ja nicht mehr alle. Hier was anderes, aber okay. Umwerfen. Oh, wunderbar. Das ist ja noch besser. Und? Ach, verdammt. Die Schaden meint er jetzt nicht. Und wir werden noch nehmen. Schwankenresistent. Ist noch. Kannst du einfach gegen das Schwankenresistent sein? Was soll das? Ach, komm, bitte. Achso, ja, Bridget ist ja ein Tank, ne? So. Hier ein bisschen was einsammeln, da ein bisschen was einsammeln und wir müssen weiter nach oben, ne? Da rein. Oh, verdammt. Ich glaube, der hält nicht ganz so viel aus, aber wir machen gut Schaden. Okay. Und greift es halt auch in den Jinn an. Ach, damit heilt er sich. Rolling Smash. So. So. Dass wir eine Stufe 2 haben. Das wäre ich dann auch beide. Obwohl ich glaube, das mache ich immer. Bei der Rüstung. Wow. Dahin, da. So. Der Eis ist in Ordnung, kann er euch halten. Und dann noch eine Zweierstufe. Photon Break. Photon Break, okay. Heavy Hitter. Ultra Slash. Stronghold. Can you handle me? Heat Rush. Blazing Whip. So. Gut, dann haben wir den. Go on, raise us some more. So, hier gehen wir schön außen lang. Oh, komm, ernsthaft. Oh, ernsthaft. Ah ja, genau. Schlacken dieses Drecksding. Na gut, die Kendra Guldo gehen sehr gut runter. So. Und? Ach, zu Bridget. Na, mit viel Glück kann ich hier... Dann machen wir den jetzt auch noch platt. Da los, Bridget. Das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Rolling Smash. Komm, wir müssen doch umhauen. Ultra Slash. Und? Ach, verdammt. Und der letzte Schlag, komm. Jin, du bist nicht schlecht, aber so meine wahre Bestimmung bist du noch nicht. Aber jedenfalls kommen wir jetzt hier gut weiter. Nope, wir wollen weiter. Ich habe jetzt keine Lust, gegen euch alle zu kämpfen. So, und tschüss. Mutterleib-Durchbruch. Mhm.
It's scorched here and there. Traces of the Aegis's battle, I reckon. Must have been some battle. What's... The Tornan Titan's matrix. Even in old Torna, few people knew this place existed. I can scarcely believe it myself. Matrix? Like a womb? These are... blades. But they look quite a lot like Titan, too. These are blades that perished in the process of becoming Titans. Titans grow core crystals within their bodies. I believe you've seen this once before. Blades. They aren't truly immortal. They are born from Titans. And when their fire burns out, they return to the Titan that bore them. Eventually, the blades that return transform into Titans themselves. Can that be true? We'll end up like that eventually? Mithra? Yes. It's true. The new Titan has no memory of its life as a blade. Just like returning to a core. These poor souls. They died along with their mother. Shared her fate. Okay, also die Klingen werden zu Titanen, beziehungsweise... Wir haben ja jetzt wieder die gleichen Gegner, ne? Das ist ja blöd. Die kennen wir ja schon. Da müssen wir hoch. Das heißt, mit viel Glück kann ich an dem hier vorbei. An dem hier hoch. Der geht da runter, dann können wir da lang. Dann haben wir es dann schön elegant geschafft, yay. Hopp, hier rüber. Ist schon so ein bisschen come out, creepy. Come out. Ach komm schon. It's a new day, everyone. Look alive. Kendra Guldo. Kommen wir den Einzel mal ran. Watch yourself, Rix. All right already. Fuck it. Sword bash. Duh. Anchor shot. Ha. Why not? Yeah. Den müssen wir jetzt umhauen mit den anderen. Elementarkopie. Also Elementar. Sauber. We can do it. Gotcha. Ultra slash. Why not? I no longer live in fear. Sword bash. So, und einmal zuschlagen. Rolling smash. Rolling smash. Anchor shot. Anchor shot. Quick and hard. Ultra slash. Und? Have at you! Can you do it? On for hit it! No! Have at you! Photon! So we'll funny! Break! Right. Don't rest on your laurels! Photon! Top! Und dann. Photon! Und dann. Und die lassen echt Kernkristalle mit fallen, fällt mir grad mal so auf, ne? If they seek a fight, they shall get one! Salidor, Guldo! Nein, 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 nein! I'm finding it hard to care. I wasn't planning on losing today. Pick up the pace. Boah. Das war jetzt sauknapp. Das war jetzt wirklich sauknapp. Jetzt müssen wir warten, bis der weg ist. Deswegen hasse ich diese Typen, ne? So, der geht jetzt da lang. Der steht da außen Schmiere. Da ist auch noch ein Weg hoch. Hm. Ich glaube, den Weg soll ich noch nicht gehen. Oh, jedenfalls ist der Gegner weg. Naja, ist auch in Ordnung. Hauptsache mal, die spawnt. Finde ich gut.
Oder auch nicht. Aber egal. Schnell dran vorbeigelaufen. Hat sich das erledigt. Wir müssen noch höher. Sagt er. Das heißt, das ist auf der Höhe hier. Oh. Na komm. Bitte, bitte. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Boah. Und darüber. Wow, ich hab's geschafft. Durchgang zum Zentrum. So Blades are born from crystals and Titans from Blades. The Titan, in turn, nurtures life. And someday, births new core crystals. Right. That's the life cycle of a blade. It is the way that the architect ordained for the world. Old Torna worshipped this cycle. In Old Torna, we revered the Titans. Feared them. It was the sacred foundation of Torna, a nation where humans and blades lived in harmony. But humans couldn't live like that. The battle with Malos marked the end. It wasn't long after you and Adam left Torna. He did it. That worm of Malthus. The Praetor? What did he do? The one who really destroyed this place? It wasn't the Aegis. It was him. Huh? Dum dum dum. Dramatische Melodie. Find them! They must be somewhere nearby! Laura... Don't worry. If I die, you'll just go to sleep. Someone will find you, reawaken you. Someday, for us humans, being forgotten is a much worse fate than death. We struggle so hard to make our mark on the world. Laura! When you awaken, to you, it'll be like I never even existed. The thought of you forgetting me, it's like one heart is being ripped in two. I won't forget you. I refuse to forget you. How could I ever? I thought I was ready for this. But now the time has come. I'm hopeless.
I'm so sorry to do this to you. There is one way. One final chance. A way that we can be together. Eine sehr traurige Geschichte, muss ich ganz ehrlich eingestehen. I ate her. Maybe we shouldn't have left. I never knew. Amalthus was afraid of the Aegis's power. After Malus was defeated, he tried to wipe them out. The remnants of Torna were annihilated in the attempt. But you'd already vanished by then. So we were slaughtered for nothing. No, even if he wasn't trying to get you, Amalthus, the humans, would have done what they always do. We're the Architect's children. We turn into Titans, the ground beneath their feet. But they feared us. So that's the reason he attacked you. To save the world? No. His real desire for Elysium is his desire for the Architect's power. Amalthus wants to use it to wipe out Blades and Titans. So that's why he was taking care of Rex and the Aegis. Even so, even if that's true, you lot and Amalthus, you're the same. Huh. Didn't you say you wanted to destroy the world? Take out the Architect himself? I did say that. You know, I'm not so sure. What? I don't buy it. I can't believe that's what you're really trying to do here. Why do you say that? Haven't we... I could tell when we were fighting. I saw it in your eyes. The sadness. It was the look of someone who just wanted to die. Someone with no other way out. You know, it was the way Pyra looked the first time we met. You don't know what you're talking about. Keep your stupid comments to yourself. You better believe we'll do it. We will destroy the one responsible for this world. And we will destroy all the humans who lived by his mercy. We are sick of being used as tools by humans. Well then, there's only one thing to do. As I thought.
What's that? They're not really alive. Just autonomous cybernetic organisms. Once their central control is gone, they're programmed to act on their own. To destroy. These guys? Testaments to human hubris. Now do you see? Geil, ein Boss. Let's show him a thing or three. Sollst du versuchen, die Teufelskönigin Guldo auf herkömmliche Weise zu besiegen, wird dir das nicht so ohne weiteres gelingen. Versetzt du aber Pyra bzw. Mitra in den erwachten Zustand, geht dir der Kampf bestimmt viel leichter von der Hand. Deine Gruppenleiste wird nun vollständig gefüllt und die Wartezeit zurückgesetzt, damit du den erwachten Zustand sofort herbeiführen kannst. Ist die Gruppenleiste vollständig gefüllt, kannst du Pyra Mitra in den erwachten Zustand versetzen, indem du R gedrückt hältst und dann X drückst. Well done! We will make your dreams a reality! The answer is obvious. Okay. Sword bash. Rolling smash. What? Die macht gut Schaden. Have at you. Now. Why not? Ultra slash. This is okay, power. Power. Genesis saber. Super. Photon break. Why not? Wow. Die. Die. Yeah. Wow, die macht gleich schon mal viel mehr Schaden. Ach, verdammt. Ultra Slash! Sword Bash! Und so lange kann ich es halten, oder wie? Oh, schon geschafft? Jin! Pyra! Use the artifice! It's no use! The Cloud Sea is interfering! I can't give it commands! Damn. So it's all down to us, huh? Pyra, move in close if you can get a shot. Then get Mitra to use foresight, quick as you can. Understood. Ready to go. Okay, let's do it. Lightning. Could it be? Look, Rex, Rex! Rex, Pyra, you okay? Jin, what the hell? That can wait. First, deal with that. Okay. Da sind sie wieder, meine Kollegen. So, jetzt muss ich mal gucken. Kann ich jetzt Jin auswählen? Nein, jetzt kann ich Jin nicht mehr auswählen. Na toll, jetzt kann ich Nia nicht verwenden, ne? Jetzt muss ich das so machen. Aber ich kann Tora mit ihr tauschen. Dann habe ich jedenfalls ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr habe ich jetzt nicht, aber einen besseren Tank, wobei. Na komm, mach mal so. Let's show him a thing or three. Well done. Coming. Maybe we're not. Max power. My thoughts exactly. Top of them. Quick enough. Let's make use of it now. Sword bash. Scatter shot. Nein, nein. I could use this alone. Oh nein, da kommen wir wieder zu. Nicht mich angreifen, greift den anderen an. So, jawohl, komm, hau rein. Lassen wir jetzt mal weg. Ankerschuss. Und welchen Brand? Komm, mach es. Und jetzt kann ich die Kernexplosion machen. Let's end this. Wow. Oh, 93.000 ist schon eine Nummer. Oh, die sind alle weg. So, das haben wir mal ein. Das haben wir auch ein. Komm ich an den Rand. Oh, cool, umwerfen. Epidemie. Ja gut, das heißt, nicht mal wieder. Ich hab bald gewusst, dass hier das auch gefüllt ist.
use of it now. Jaguar slash. Sie sehen uns im Beißen. Pow, pow, cannon. Den Beißen suche ich dafür. Ich kann mich nicht täuschen, aber egal. Na komm, mach mal. So, nehmen wir erstmal. Hit it, no! Ach, verdammt. Egal, komm, hauen wir raus. Na los. Dromak. Ach, Dromak. Kann mich das jetzt mal auf, Bomot. Bruch, perfekt. Let's keep it up. Astounding. Dann nehmen wir nochmal Pyra. Get him, Nia. Nia. On it. Aqua Wave, excellent. Ach, da oben ist eine Leiste. Poppy. Excellent. Excellent. Chain attack finish. Angriffskette beendet. Now you know Tora and friends serious. Opponents have no shortage of strength. No way. Moment, ich kann das doch hier einsetzen, oder? I'm sorry. Na, machen wir's sehen. Und? Jawoll, geschafft. 20.666 EP. This is... Rex, Rex? What's matter? Find something? No. It's nothing. We talk about what to do next. Rex, Rex should join. Yeah. Okay. It can't be. World tree to the top? Very, very tiring. It doesn't look that far from here to the surface, at least. We can manage that, surely. Don't you ever quit with that optimism, huh? Rex, I can see why you've brought Jin, but I advise you not to let your guard down. Morag? Got a point. I don't need your remorse now, Jin. But when we're past this crisis, I'm taking you in. I owe it to my leader and to my people. If you resist, we'll kill you. Bridget and I. Yes. Morag! What? Another monster? What is it this time? Masterpon! Above! The Monoceros. Are they here for Jin? That's Jin. What's he doing with them? Weird. Let's ask questions later, huh? After we finally smashed him up. Seriously? Well, okay. Jin? Yes. Don't attack, he says. What? But it's the perfect chance. Huh. I told you not to attack! You sly devil. Hid that one up your sleeve, didn't you? No idea why he said that, but he must have his reasons. Huh? You can't be too predictable, right? Mick? Sounds like a plan. Never seen that side of Jin before. Let's bring him up. Then it's world tree climbing time. Yes, sir.
Bridget! Huh? You're still... like you used to be. Jin. Damn! Assholes. That's a bit unsporting of them, using a giant boat. We must hurry. The longer we wait, the bigger their advantage. Yeah, we gotta go, Rex. Gramps, you knew, right? About Jin. Indeed. Why didn't you tell me? He is not like Malos. To be honest, I didn't know if you could handle it. You care too much at times. Jin and Malos must be defeated. Who knows how that'll turn out? But facing them is Pyra and Mithra's unavoidable fate. So I kept quiet. Pyra and Mithra's fate? She shoulders the burden of sustaining your life. Rex, what burden are you taking for her? Can you live for something and hold true to it? Yeah, of course. I'm living for them. Pyra and Mithra. I see. Well, I guess you're okay then. Just be sure to walk your own path, Rex. Believe in yourself. Rex! Old man, what are you doing? Old man? Sorry, wait up! Alter, aber Knacker. So. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt schon wieder ein gutes Stück weitergekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.